Es ist wieder Zeit für TV Bayern Live mit vielen Themen aus dem Freistaat. Das mittelfränkische Erlangen steht Kopf. Bis zum 1. Juni wird dort richtig gefeiert. Zwei Schläge brauchte Oberbürgermeister Florian Janik beim Anstich zur 260. Bergkirchweih. Das gemeinsame Feiern am Berg hat also eine lange Tradition. Sind da eigentlich Änderungen in Ordnung? »260 Jahre Bergkirchweih, 260 Jahre Feiertradition. Alles wie immer in Erlangen. Oder eben doch nicht ganz. Denn der geübte Berggänger erkennt sofort, ein paar kleine Neuerungen gibt es. Da wären der Bierpreis und die Brennpunktzone Toiletten. Mehr dazu aber später. Jetzt gehen wir erstmal ganz chronologisch vor und beginnen natürlich beim Anstieg. Da gibt's auch gleich die erste Neuerung. Diese Garderoben. Taschen, Jacken, hier kann man ab sofort alles Überflüssige abgeben. Und Handys können sogar aufgeladen werden. Für 4 € habe ich das Ding sicher. Ich muss das nicht mit rumschleppen, nicht die ganze Zeit drauf aufpassen. Du könntest dein Handy hier auch laden. Wäre das nur eine Option? Das wäre sicherlich eine Option. Jetzt für mich direkt nicht, aber ich kenne Leute, die ordentlich mit Handy unterwegs sind und dann müssen sie natürlich haben zu laden. Geld und Handy kommt mit hoch, aber weil ich gerade vorhin aus der Schule gekommen bin, habe ich deswegen mein ganzes Schulzeug dabei und musste das ablegen. Befreit von jeglichem Ballast geht's dann gleich weiter mit den Neuigkeiten. Und die finden sich mitten im Getümmel oder besser gesagt im Getränk. Der Bierpreis. Von 8 € ist er dieses Jahr auf 8,50 € gestiegen. Dass dadurch weniger getrunken wird, daran glaubt hier keiner. Und so kommen wir auch gleich zur dritten bedeutenden Neuerung. Denn was reinfließt, muss ja bekanntlich auch wieder raus. Deshalb haben die Bergorganisatoren für mehr Toiletten gesorgt. Einziger Haken. Wo denn? Ich wusste gar nicht, dass es neue Klos gibt. Langt nicht wirklich mit den Klos bei den Frauen, oder? Langt leider nicht. Nee, da merkt man nichts. Das Schlangestehen geht also weiter, denn so wirklich weiß hier niemand von den neuen Toiletten, genauso wie von der nächsten Neuerung. Noch können Berggänger neben Bier auch zu dem ein oder anderen Schnaps greifen. Noch. Denn der Erlanger Stadtrat diskutiert momentan ein striktes Schnapsverbot, um den teilweise zu heftigen Alkoholkonsum einzudämmen. Was hältst du davon? Finde ich gar nicht gut. Weil es einfach dazugehört und genau wie das Bier auch. Eine Maß, 1, 2 Schnaps, das geht schon. Und verbieten wäre Blödsinn. Zumal dann wird halt vorher getrunken, also, ja. Wenn du dein Limit nicht kennst, dann kannst du auch mit Bier vollkommen wegschießen. Ich sag mal so, auch mit Bier kann ich mich betrinken und jeder muss einfach wissen, wie viel er verträgt. Ich finde, man sollte schon darauf achten, dass die Leute in Maßen trinken und vor allem die Jugendlichen überwacht werden. Aber ich finde, den Schnaps komplett abzuschaffen, ist keine Lösung. In diesem Jahr darf aber noch ausgeschenkt werden, was die Wirte wollen. Denn das Verbot könnte frühestens 2016 kommen. So bleibt es am Erlanger Berg also erstmal bei Bier, Garderobe und Toiletten. Und ganz viel Platz für alte Traditionen. Gefeiert wird auch in der Würzburger Residenz. Seit 1921 gibt es schon das Mozartfest und es zählt zu den bekanntesten Musik-Highlights in Deutschland. Über 5 Wochen ist die Domstadt fest in der Hand von klassischer Musik. TV Bayern Live-Reporterin Irisa Hufgard ist vor Ort. Ja, vom 22.05. bis zum 28. Juni befindet sich Würzburg im Mozartfieber, denn dann findet das Mozartfest statt. Bei mir jetzt die Intendantin des Mozartfestes, Evelyn Meining. Das Motto in diesem Jahr ist, was heißt hier Klassik? Frau Meining, was kann sich der Besucher darunter vorstellen? Wir fragen aus der Perspektive der Gegenwart, was heißt denn hier und heute Klassik? Und zwar in einer Zeit, wo alles und nichts ein Klassiker sein will. Was sind denn die Highlights in diesem Jahr und welche erfolgreichen Konzepte aus dem vergangenen Jahr haben Sie nochmal aufgegriffen? Wir haben Orchester von Weltrang da, wir haben das Mahler Chamber Orchestra, wir haben wieder die Bamberger Sinfoniker da, wir haben das Konzertgebau Orchestra aus Amsterdam, große Solisten geben uns die Ehre und das Mozartlabor ist eine ganz zentrale Einrichtung, die überregionale Aufmerksamkeit ausgelöst hat.
Und wir haben ja quasi noch ein Highlight an diesem Mozartfest. Das ist der Artist Etoile. Wer darf es dieses Jahr sein? In diesem Jahr haben wir uns entschieden für den französischen Top-Geiger Renaud Capuçon. Als Geiger kommt er als Vorreiter sozusagen und führt einen Reigen von hochklassigen weiteren Streichern an. Also es erwarten Sie 5 ereignisreiche Wochen mit Top-Konzerten. Und wir werden gleich im Anschluss mit unserer Landtagspräsidentin Barbara Stamm sprechen und damit erstmal zurück ins Studio. Und später hören und sehen wir uns auch noch mal wieder. Dankeschön, Irisa. Jetzt geht es ab ins Kino. Wir haben 2 neue Filme, die wir Ihnen gerne vorstellen würden. Den Justizthriller Die Augen des Engels. Der basiert auf wahren Begebenheiten. Und in der deutschen Komödie Abschussfahrt versuchen ein paar Außenseiter ganz groß rauszukommen. Lass uns mal über Prag sprechen. Was ist mit Prag? Prag ist unsere Chance. Und worauf? Alter, wir stehen schon mit einem Bein im Grab. Wir müssen noch mal richtig abgehen, bevor alles vorbei ist. Das dachte sich wohl auch Regisseur Tim Trachte. Frisch von der Münchner Filmhochschule entlassen, gibt er gleich bei seiner ersten Teenie-Komödie Vollgas. Das Ergebnis ist Abschussfahrt. Ein irrwitziger Partytrip über die ausufernde Bildungsreise einer Abi-Klasse. Sex on the Beach und Eis am Stiel lassen grüßen. Es geht bei der Geschichte um 3 Freunde, die so eher Außenseiter, Verlierer sind, sich selbst für Verlierer halten und die auf ihrer Abifahrt, die nach Prag geht, beschließen, dass sie alles nachholen wollen in Prag, was sie so ihrer Meinung nach verpasst haben. Hey Magnus, hast du deine Schwester eigentlich schon mal nackt gesehen? Ja, oft. Paul ist eigentlich noch so der Normale, wo auch der Vater sagt, hier Alter, mach mal was aus deinem Leben. Bernie kommt aus einem reichen Elternhaus und wird nicht so richtig wahrgenommen. Wir wollen uns Drogen kaufen, vielleicht auch einen Puff. Na, meinetwegen. Der Max ist, glaube ich, stehen geblieben, als er 9 war. So ein bisschen, ja. Und diese 3 Kumpels, die fahren halt mit der ganzen Klasse nach Prag. Und da habe ich halt mir überlegt, oder Bernie hat sich überlegt, jetzt gehen wir richtig Gas. Das wird voll geil, Mann. Da gibt's ein kleines Problem. Ey, das ist voll nett von dir. Und dafür den Feuerkobold opfere, kann ich um einen Punkt erhöhen. Warum sitzen wir hier mit diesem Freak, wenn wir eigentlich draußen sein sollten? Ich hab Magnus nicht erreicht. Ich wollte mal hören, wie es läuft. Läuft toll. Magnus, kommst du bitte wieder rein? Man kann den Andromeda-Nebel sehen. Wow. Fuck. Nur wer sich auch weit unter seinem Niveau amüsieren kann, hat bei Abschussfahrt wirklich Spaß. Für Fans von Filmen wie Doktorspiele oder Bad Neighbors ist diese schamlose Komödie absolutes Pflichtprogramm. Wir bekommen nur Bruchstücke an Informationen, aber wir wissen, der Name des Opfers ist Elizabeth Price. Una studentessa è stata trovata brutalmente assassinata. She was found dead in the bedroom of her house that you can see just behind me down there. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi. Der Engel mit den Eisaugen. So die griffigste Schlagzeile über Amanda Knox und den sogenannten Sexmord von Perugia. Die Wahrheit hinter der Sensationsstory sucht Daniel Brühl als Filmregisseur in Die Augen des Engels. Dafür heftet er sich an die Fersen der Journalisten. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben die falschen Leute in der falschen Reihenfolge verurteilt. Und die ganze Presse hat mitgemacht. So läuft das. Fazit ist, sie hat gesagt, sie war da, in dem Haus, in der Nacht. Schuldig. Bei einem Engelsgesicht denke ich immer an Elizabeth. Aber ihr meint alle Jessica. Wir nennen Jessica alle so. Sie ist die Story. Ja, schuldig oder nicht, das wollen alle lesen. Das ist traurig, aber Elizabeth ist auf der Strecke geblieben. Das wirklich Wichtige ist so offensichtlich. Dieser Film versucht daran zu erinnern, dass eine Familie auf schreckliche Art ihre Tochter verloren hat. Und an die Liebe zu ihr. Das Herz der Geschichte ist Meredith. Mit Die Augen des Engels rückt Winterbottom das Opfer ins Zentrum der Wahrnehmung. Und die Grenzüberschreitung von Medien, die nicht nur das Urteil der Öffentlichkeit, sondern auch das der Justiz beeinflussen kann. Das ist neuer Besucherrekord. 35.000 Zuschauer kamen zum Internationalen Dokumentarfilmfestival nach München. 140 Filme aus 38 Ländern wurden gezeigt und bewertet. Und wir stellen Ihnen einen der Gewinner vor. Ein Ausschnitt aus Toto and His Sisters von Filmemacher Alexander Nanau.
SOS Kinderdörfer weltweit hat auf dem DOCFest den Dokumentarfilmpreis verliehen und dies ist der Gewinnerfilm. Der lange Atem der Dokumentation passt auf die Entwicklung der Kinder. Der Film stellt die Umfelder und Geschichten in einer lebensnahen Tiefe dar. Alles, was passiert, ist komplett authentisch. Das heißt, die Herausforderung des Projekts war ja eigentlich genau das. Wir wollen es schaffen, einen Kinofilm wie einen Spielfilm funktionieren zu lassen, uns aber sozusagen das Drehbuch nur von der Realität schreiben zu lassen, sodass wir am Ende wirklich aus komplett wahren Momenten eine dramaturgische Struktur bauen können. Mit dieser Dramaturgie und Lebensnähe begeistert Alexander Nanau die Jury von SOS Kinderdörfer weltweit. Ein Jahr lang hat er die Kinder aus der abgeschotteten Roma-Community in Bukarest begleitet. Die Dokumentation soll die Menschen für Themen in SOS Kinderdörfern sensibilisieren. Durch die feinfühlige Kamera erlebt der Zuschauer die Lebenswelt unmittelbar mit und muss sich darauf einlassen. Die schonungslose Konfrontation mit den Situationen schafft Authentizität. Auch das Leben von SOS Kinderdörfern von SOS Kindern läuft ja nicht völlig stromlinienförmig ab und geplant ab. Ganz abgesehen davon, dass es ja Waisen und Sozialwaisen und auch Kinder sind, die meistens Schicksale hinter sich haben und Traumata haben. Da gibt es immer wieder natürlich ganz viele Brüche drinnen. Und Brüche wiederum, die anregen für die Kinder, dass sie aus sich selbst heraus wachsen können. Und die haben ganz starke auch psychische Selbstheilungskräfte. Und das stellt zum Beispiel der Film ganz, ganz gut dar. Die Jury hat Toto und the Sisters auserkoren, weil sie diesen Film so sehr beeindruckend fanden, auch so emotional, weil im Zentrum steht ja ein 10-jähriger Junge, der sich wirklich in sehr schwierigen Familienverhältnissen durchs Leben schlägt. Ein Film von großem Leid, unendlichem Mut und erstaunlicher Kraft. Das Auge des deutsch-rumänischen Regisseurs ist so nah an den Protagonisten dran, ohne, wie es scheint, deren Grenzen zu überschreiten. Wenn man sozusagen die Menschen und deren Leben mit Respekt behandelt und nicht einen voyeuristischen Blick auf sie hat, dann gibt es keine Grenzen. Und dann setzen auch die Protagonisten keine Grenzen. Toto and His Sisters liefert einen tiefen Einblick in die erschütternde Lebenswelt. Grenzenlos möchte SOS mit diesem Filmpreis den Blick öffnen. Das Geschwisterthema ist auch in den SOS-Kinderdörfern sehr dominant. Gestiftet von Boa Videofilmkunst wurde der Dokumentarfilmpreis der SOS-Kinderdörfer weltweit zum zweiten Mal verliehen und mit 3.000 Euro dotiert. Und jetzt schauen wir nach Bamberg. Dort fanden zum 33. Mal die Bayerischen Theatertage statt. Freie Plätze bei den Aufführungen gab es kaum. Das ist der beste Beweis dafür, dass auch Theater noch immer begeistern kann. Soll Burgundisch heute das Unglück tragen? Jetzt, da euch Eintracht nur halten kann, wollt ihr in Hass euch trennen und euch selbstbefehlend euren Untergang bereiten? Die Jungfrau von Orléans von Friedrich Schiller. Ein Literatur- und Theaterklassiker und eine von über 40 Inszenierungen der diesjährigen Bayerischen Theatertage, die Anfang Mai begannen und die jetzt zu Ende gehen. Das Fazit? Überwältigend positiv, muss ich sagen. Zum einen waren wir wirklich sehr gut besucht. Wir hatten in ganz wenigen Stücken kein volles Haus. Und ich würde sagen, was ganz besonders ist, für mich jetzt auch als diejenige, die das organisieren durfte, normalerweise ist es ja so, als Organisator wird man eigentlich überhaupt nur gesehen, wenn irgendwas nicht gut läuft, wenn irgendwas schief läuft. Wir haben aber schon für die Organisation, für die Optik, für alles so überwältigend positive Resonanz bekommen. Ich bin total begeistert und glücklich. Ein letztes Einleuchten im ETA Hoffmann Theater, das baulich eine Mischung aus historisch und neu ist und daher besondere Möglichkeiten bietet. Ich glaube, das ist ETA Hoffmann Theater. Das ist wie die Stadt. Das ist eine Mischung aus ganz alten, mittelalterlichen Gewölben, aus 200 Jahre alten, wunderschönen Saalschmuck und so. Und es ist der moderne Bauhausstil der Fassade, der ineinander fließt. Und das inspiriert einen natürlich auch, eine Vielfalt in der Gestaltung, in den Inszenierungen umzusetzen. Diese Inszenierungen interessierten tausende Besucher, die ins ETA Hoffmann Theater strömten. Schön zu wissen, dass im digitalen Zeitalter analoge Darbietungen noch immer Anziehungskraft besitzen und Reizpunkte setzen. Wir hatten einen richtig spannenden Spielplan. Und das muss man betonen, weil oft hat man einen bunten, gemischten Spielplan mit Komödien und mit Musikalischem. Wir hatten das auch, aber wir hatten sehr viele
ich sage jetzt nicht Problemstücke. Wir hatten sehr viele Stücke mit moralisch spannenden Themen, mit schwierigen Themen. Und auch die waren wirklich gut besucht und wurden wirklich gut gefunden. Der Namensgeber des Theaters hat selbiges immer fest im Blick und muss, es wird ihm sicherlich schwerfallen, Ende des Sommers fast die komplette Riege verabschieden. Der langjährige Intendant Rainer Lewandowski verlässt den Schauspielort, mit ihm fast das komplette Ensemble. Der letzte Akt steht kurz bevor. Es gibt schon viel Wehmut. Es ist, glaube ich, wirklich selten, dass ein Intendant so lange an einem Haus ist, 26 Jahre, und auch viele von uns sind schon unglaublich lange da. Ich bin schon fast 10 Jahre irgendwie mit diesem Haus assoziiert. Und da ist es natürlich schwer, dann zu wissen, das ist jetzt der letzte Streich. Der mit der Verleihung des Publikumspreises am Wochenende seinen Schlusspunkt findet. Dann schließen sich die Türen der diesjährigen Bayerischen Theatertage. Und das war Teil 1 von TV Bayern Live. Gleich, liebe Zuschauer, gibt es bei uns die Nachrichten aus dem Freistaat. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft Gardasee, Frühlingstouren am Lago. Von Hütte zu Hütte am Mont Blanc. Dazu der große Mountainbike-Test. Und als Extra 24 Seiten Davos Klosters. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich. Dr. Grünwald, was ist denn das Besondere an Rosaxan? Rosaxan enthält sehr viele Hagebutten. Die sind reich an Mangan. Das brauchen wir für die Bildung des Bindegewebes und für den Erhalt der Knochen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Gestorben, Feinkostunternehmer und Wiesenwirt Gerd Käfer erlag seinen Krebsleiden. Jubiläum, Nürnberg feiert 10 Jahre Metropolregion. Und der Countdown läuft. In Regensburg entsteht ein Haus für bayerische Geschichte. Eine Stadträtin in Coburg spricht es aus. Diese Entscheidung ist ein Kniefall vor dem ökonomischen Druck und eine Schande für einen demokratisch gewählten Stadtrat. Was ist geschehen? Die Stadt Coburg ehrt einen Nazi und benennt eine Straße nach Max Brose, einem Industriellen. Die erste Nazi-Fahne auf einem öffentlichen Gebäude wehte schon ab 1931 auf dem Rathaus von Coburg. Man möchte meinen, dass diese Erblast dort zu einem besonders sensiblen Umgang mit der braunen Vergangenheit führen würde. Das ist nicht der Fall. Vergangenen Donnerstag entschied der Stadtrat des SPD-geführten Rathauses die Umbenennung einer Straße in Max-Brose-Straße. Max Broses Vergangenheit ist umstritten. Der Unternehmer beschäftigte als Rüstungsfabrikant Zwangsarbeiter, war NSDAP-Mitglied und wurde zum Wehrwirtschaftsführer ernannt. Er kaufte die schönste Villa der Stadt, weit unter Wert, wohl wissend, dass sie vorher einem Juden gehörte, der von den Coburger Nazis vertrieben wurde. Dieser Max Brose wurde jetzt mit 26 Ja-Stimmen bei 41 Stadträten zum Namenspatron einer Straße bestimmt. Auch wenn manche das als vollständige Rehabilitation des einstigen Wehrwirtschaftsführers und Profiteurs erachten, sie ist es nicht. Über 10 Jahre lang erstritt sich die Familie die Umbenennung und drohte mit Spendenentzug. Der Stadtrat schließlich gab nach, um des lieben Friedens willen, und hofft, dass jetzt Ruhe einkehren würde. Ein bemerkenswerter Umgang mit der eigenen Geschichte. Weichen übrigens muss der Historiker Johann Adolf von Schultes. Die Straße trägt derzeit noch seinen Namen. Der verdiente Historiker verfasste im 18. Jahrhundert die wesentlichen Schriften zur Bedeutung des Herzogtums Coburg. Für ihn ist auf der Landkarte in Coburg nun kein Platz mehr. Die Beratung zur Namensvergabe zu dieser öffentlichen Straße fand übrigens unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
So viel also zum Umgang mit der eigenen Geschichte in der Residenzstadt Coburg. Und wir bleiben auch dort. Und das tut uns ja fast schon leid, liebe Zuschauer, weil es in Bayern ja noch viele, viele andere Städte gibt. Aber Coburg sorgt für so viel Gesprächsstoff im Moment. Jetzt geht es um einen der ältesten, in jedem Fall aber um den schönsten Flugplatz Deutschlands, um die Brandensteinsebene in Coburg. Die ist nämlich 100 Jahre alt geworden. Und was glauben Sie, wie dort gefeiert wurde? Die Stimmung unter den Coburger Fliegern ist am Boden. Der Aeroclub Coburg ist Betreiber des zweitältesten Flugplatzes in Deutschland. Der Traum vom Fliegen, hier ist er eben 100 Jahre alt geworden. Für viele ist die Brandensteinsebene der schönste Platz in Deutschland. Fluggäste aus ganz Europa pilgern hierher. Aber die Feierstimmung will sich nicht einstellen. Das Jubiläum ist klammheimlich ausgefallen. Hier in Coburg will man diese geschichtliche Besonderheit am liebsten totschweigen. Viele Businessflieger wollen nämlich hier weg. Die Businessleute träumen von einem neuen Platz. Seit 1913 wird hier geflogen, eine wechselhafte Geschichte. Hier wird sie lebendig. Selbst Franz Josef Strauß war hier Flugschüler. Die Brandensteinsebene und ihr 100. Jubiläum einfach vergessen? Nein, das war Kalkül. Der Platz soll platt gemacht werden, weil einige Businessflieger zu schwer geworden sind, heißt es, und weil die Wirtschaft nicht nach Bamberg, Nürnberg oder Haßfurt ausweichen kann. 30 Minuten Fahrzeit, Schaden der Wettbewerbsfähigkeit und die Politik springt auf. Vielleicht hat man es auch nur auf die mehreren 100 Millionen abgesehen, die der Platz als Immobilienlage wert wäre. Immerhin, die Stadt Coburg hat mit die höchste Pro-Kopf-Verschuldung im Freistaat, Tendenz steigend. Ein Blick hinaus ins Rodachtal. Dort soll der neue Landeplatz entstehen. Auf Kosten von Stadt, Landkreis, auch einige Firmen wollen sich beteiligen. Dort draußen, in den Wiesen, bei Neida, soll die neue Betonpiste hin. Zwischen Schutzgebieten. Unverantwortlich, sagt die Stadt Bad Rodach. Man wirbt hier fürs Thermalbad in unberührter Natur. Glatt gelogen, wenn dann die Businessflieger in wenigen 100 Metern über den Kurpark einfliegen. Es kommt im Landkreis zu einem Bürgerentscheid. Am 14. Juni soll über die Mitwirkung des Landkreises entschieden werden. Auch in München stößt der Neubau auf Skepsis. Wir haben ja schon in Nürnberg die Schwierigkeit, den Nürnberger Regionalflughafen dauerhaft zu stärken, der dringend notwendig ist, auch für die wirtschaftliche Entwicklung von Weltkonzernen, die ja auch da sind, wie Siemens, Puma, Adidas beispielsweise, Schaeffler. Wir haben ja große Firmen, GfK, die brauchen sowas schon auch. Und deswegen jetzt viele kleine zu machen, man hat es an Hof gesehen, ist, glaube ich, keine so letztlich schlagende Argumentation. Der Aeroclub also soll sein 100. Platzjubiläum nicht feiern. Neuerdings geben die Businessflieger dort das Wort an. Vielleicht haben die Privatflieger auch Sorge, dass man den Abriss der Vereinshallen hier selbst zahlen müsste für den Fall des Auszugs. Wir machen uns auf eine Platzrunde. Der Pilot erklärt uns, dass selbst leichte Maschinen mit der geplanten neuen Anflugschneise Probleme hätten. Businessflieger würden wohl reihenweise über die Brutgebiete und Erholungsflächen ausweichen. Der alte Flugplatz von oben. Gleich zwei Gutachten bescheinigen hier die Zukunftsfähigkeit auch für Business Aviation. Darauf hoffen hier die Flieger. Ja, ich würde das sehr, sehr bedauern, weil der Platz ist ein Traum. Schon allein, wenn man anfliegt, dieses Hochplateau, hat man einen Blick auf die Feste und ist von daher einmalig der Platz. Und dann kommt halt hinzu, dass ich befürchte, dass der Traum vom Fliegen für mich auch finanziell nicht mehr realisierbar ist, weil allein die über 1 Million Euro, die wir in die Hand nehmen müssen, um neue Hallen zu bauen, wird das Fliegen so teuer machen, dass ein Großteil der Fliegerkollegen sich da unten das Fliegen wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Und ich befürchte, dass da auch die Zahl der Flugbewegungen ganz drastisch zurückgehen wird. Ja, ich finde, die Lage des Flugplatzes Coburg hier ist eigentlich einmalig. Durch die Lage, man ist sehr schnell in der Stadt. Es kommen Jahr für Jahr jede Menge Besucher auf dem Luftwege hier nach Coburg, die der Stadt einen Besuch abstatten. Und es hat sich längst herumgesprochen in ganz Deutschland und auch noch weiter, dass man hier einen hervorragenden Flugplatz hat. Man kommt selbst zu Fuß
sehr bequem in die Stadt zurück. Man kann gut übernachten. Und so erhalten wir uns also Jahr für Jahr jede Menge Besucher, die hier mit dem Flugzeug nach Coburg kommen. Zum Zweiten der Segelflug. Der Platz liegt auf einem Hochplateau. Es gibt also fast das ganze Jahr über guten Hangwind, gute Thermik. So wie also, wie es fast auf keinem anderen Flugplatz der Fall ist. Eine Ausbaustudie beschreibt, wie die alte bestehende Bahn verlängert werden kann. 350.000 Kubik Erde wären aufzuschütten, Kostenpunkt dafür nicht mal 7 Millionen Euro. Zum Vergleich, der Neubau soll jetzt 30 Millionen kosten, nicht gerechnet die Kosten für den Rückbau und die Renaturierung. Auch die Nutzung für größere Businessflugzeuge mit Ausnahmegenehmigung wäre hier kein Problem. Es existieren Pläne, die Brandsteinebene zu verlängern auf ca. 1200 Meter. Das ist auf jeden Fall möglich. Und es existieren auch Pläne, die Anflugbefeuerung zu installieren. Das ist auch möglich. Wer will den neuen Landeplatz? Das Luftamt Nordbayern stellt keine Bedingung zum Neubau. Und auch der Freistaat verlangt den Neubau des Flugplatzes nicht. Und auch der Landrat war einmal gegen diesen Neubau. Wir müssen gucken, auch mit dem finanziellen Hintergrund, den wir haben, was brauchen wir unbedingt? Und das ist der Werkflugverkehr und der wird auf der Brandensteinsebene möglich sein. Also ich denke, dass wahrscheinlich der Staat ein Stück weit dabei sein wird. Das ist so bei einem Ausbau, das war bis jetzt auch immer so gewesen. Und ansonsten glaube ich, dass es eine Betreibergesellschaft geben kann aus den Firmen, die ihn letztendlich auch nutzt. Ich denke, aus der heutigen Sicht, dass der Landkreis das Geld schlichtweg nicht zur Verfügung hat. Das ist der Punkt. Ich kann kein Geld ausgeben, das wir nicht haben. Die Stadt Coburg und ihre vergessene Geschichte. 100 Jahre Luftverkehr sind hier Vergangenheit. Aber vielleicht steht die Brandensteinsebene vor einer großen Luftverkehrszukunft. Jubiläumsfeier in Mittelfranken. Herzlichen Glückwunsch heißt es für 10 Jahre Metropolregion Nürnberg. Das bedeutet 23 Landkreise und 11 kreisfreie Städte im Zusammenschluss. Durch die Einheit der Städte und Kommunen soll mehr Attraktivität für die Region erzielt werden. Egal, ob in Kulturfragen, Wirtschaft oder Tourismus, alle ziehen an einen Strang. Durch diese Zusammengehörigkeit konnte sich die Marke Metropolregion Nürnberg in den vergangenen 10 Jahren auch international etablieren. Und das soll auch in Zukunft weiter vorangebracht werden. Und eine traurige Mitteilung: Der Münchner Feinkosthändler und Wiesenwirt Gerd Käfer ist tot. Mit 82 Jahren ist er an den Folgen seiner Krebskrankheit gestorben. Käfer soll in München beerdigt werden. Ein Termin steht aber noch nicht fest. Laut Abendzeitung hat Käfer seine eigene Beerdigung bereits vor Jahren geplant. Er hat einen Grabstein bestellt und ein Abschiedsvideo an seine Verwandten aufgenommen, das bei der Beisetzung abgespielt werden soll. Das gibt es in Bayern bisher noch nicht. Ein Museum zur Geschichte des Freistaats. Wie wurde Bayern, was es heute ist? Und wie wurden wir Bayern, was wir heute sind? Ab 2018 wird uns das endlich in einem eigenen Museum erzählt, in Regensburg. Und jetzt war Grundsteinlegung mit viel Tamtam drumherum. Horst Seehofer stand zwar im Mittelpunkt, doch eigentlich ging es am Freitag um Bayerns Geschichte. Und zwar die letzten 200 Jahre. Denn dafür wird gerade in Regensburg ein Museum gebaut. Für rund 70 Millionen Euro mit einer mehr als 2500 Quadratmeter großen Dauerausstellung. Es ist ein Mitmachkonzept. Das bedeutet, dass wir nicht nur die großen Haupt- und Staatsaktionen der bayerischen Geschichte der letzten 200 Jahre zeigen und auch keinesfalls ein bebildertes Geschichtsbuch hier machen, sondern es ist ein lebendiges Museum, ein Museum, das sehr viel an theatralischen Elementen hat, wo man auch spannende Erlebnisse haben kann. Schon von außen sieht es spannend aus. Ein moderner, urbaner Bau, der eine Verbindung zwischen der historischen Altstadt und dem uralten Fluss Donau herstellen soll. Doch heute wurde erstmal gut gelaunt der Grundstein gelegt. Eine Regierungserklärung. Ein Müllzackerl, 1 Euro. Viele Euros. Viele Euros. Was ist das? Wiederschauen.
2018 soll das Museum eröffnet werden. Und bis dahin sammeln die Museumsleute Exponate von jedermann in ganz Bayern. Solange ich lebe, ist meine Eisenbahn im Keller unantastbar, weil sie mein ganzes Leben nachgebaut hat. Und ich bin ja noch nicht ganz fertig. Also leider noch kein Ausstellungsstück fürs neue Museum. Und noch eine aktuelle Meldung. Bei dem Großbrand in einem Gästehaus im Berchtesgadener Land in Schneitzelreuth hat sich die Zahl der Toten auf 6 erhöht. Insgesamt haben sich 50 Personen im Eventhotel aufgehalten zur Zeit des Brandes. Die Brandursache ist aber noch nicht geklärt. Hier sind die Wetteraussichten. Grandiose Aussichten, nicht nur fürs Wetter. Der Allgäu Skyline Park von oben. Von gemütlich bis rasant. Allgäu Skyline Park. Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Wetter für Bayern. Das wird eine ziemlich wolkige Angelegenheit in der Nacht zum Sonntag. Wir sehen es hier sehr, sehr viele Wolken, besonders im Süden. Da kann es auch noch etwas regnen. Nach Norden hin aber, da lockern die Wolken auf. Und deswegen geht es auch dort unter teilweise sternenklarem Himmel runter bis auf 7 Grad in Franken. Und wenn ich jetzt von Franken spreche, bleibe ich auch bei Franken. Am Sonntag rund 20 Grad werden uns da angeboten und die sollten wir nehmen. Die sind nämlich gar nicht so schlecht, wenn man das Ganze bayernweit vergleicht. Und es kann auch wieder mal ein bisschen auflockern im nördlichen Franken. Nach Süden hin, da sind schon die dichteren Wolken. Und der Wind dazu, der ist ja relativ unspektakulär aus nordöstlichen Richtungen, meistens mit Windstärke 2 unterwegs. Und nun gucken wir in den Osten Bayerns Richtung Oberpfalz. Da wird die Sonne morgen kaum was zu lachen haben. Da halten sich nämlich diese dichten Wolken. Und wir sehen es hier, diese Symbole, das sind einzelne Tröpfchen. Es wird nicht viel regnen, aber es kann nass werden. Mancherorts bleibt es dann sogar auch trocken. Tja, und wenn die Sonne nicht scheinen kann, wird es auch nicht wärmer als 14 bis 18 Grad. Das ist für Mitte Mai, naja, so durchschnittlich. Der Wind dazu ist meistens nur mit 1 bis 2 Windstärken aus nördlichen Richtungen unterwegs, also fast zu vernachlässigen. Schauen wir auf Oberbayern, da sehen wir die Wolken, die halten sich weiterhin. Das Tief über dem Balkan sorgt dafür, dass es da auch noch ein wenig regnen kann. Wir müssen schon ganz nach Westen schauen, dass wir ein paar Wolkenlücken finden. Viel kommt da nicht von oben von der Sonne, nur halt eben, wie gesagt, ein paar Regentropfen. Das Ganze bei 12 Grad beispielsweise in Rosenheim oder auch 17 Grad in Ingolstadt. Gucken wir auf die Aussichten und da würde ich mal sagen, nein, wir gucken erstmal auf den Wind. Der weht aus unterschiedlichen Richtungen mit 1 bis 2 Windstärken, ist also zu vernachlässigen. Und ich wollte die Aussichten zeigen, weil ich Ihnen zeigen will, dass es aufwärts geht mit den Temperaturen, ganz langsam. Am Montag Schauer und Gewitter und dann kommt langsam aber sicher endlich das, was wir suchen, viel Sonnenschein. Ausgezeichnet für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Familienhits und Adrenalinkicks. Skyline Park! Der coolste Freizeitpark in Bayern! Willkommen zurück zu TV Bayern Live, liebe Zuschauer. Und hier sind für Sie die neuesten Informationen aus der Wirtschaft. Die Themen heute: Freihandelsabkommen mit den USA und im Juni startet wieder bundesweite Aktion mit dem Rat zur Arbeit. Rund 12% der bayerischen Exporte gingen 2014 in die USA. Mehr als 3000 Unternehmen des Freistaates pflegen Geschäftsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten. Etwa 850 amerikanische Betriebe sind mit Standorten oder Vertretungen in Bayern präsent. Diese Partnerschaft und auch den Austausch von Waren könnte noch in diesem Jahr das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP stärken. Darauf macht jetzt ein Kongress in München aufmerksam. Wir haben jetzt 9 Verhandlungsrunden hinter uns und wir machen gute Fortschritte. Ob wir wirklich alles bis Ende des Jahres abschließen, das werden wir noch zeigen. Aber wir wollen jetzt wirklich wichtige Fortschritte machen bis Ende des Jahres. Wir wollen damit ja unseren Einfluss in der Welt sichern. Das tun wir mit der Hilfe der Amerikaner. Die Amerikaner bedienen sich auch Europas und gemeinsam können wir hier sozusagen einen Fußabdruck hinterlassen, was sonst in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wahrscheinlich sehr viel schwieriger würde. Die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster Exportpartner, unser zweitwichtigster Handelspartner, waren im Wert im letzten Jahr
von 20 Milliarden, die wir dorthin exportiert haben, 10 Milliarden von dort importiert. Das macht die zentrale Stellung aus. Wenn wir das TTIP bekommen, wird das alles noch einfacher. Das ist ein Wachstumsschub gerade für Bayern. Die ersten geheimen Verhandlungen zur geplanten Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA hatten für viel Kritik gesorgt. Inzwischen klärt die EU-Kommission regelmäßig im Internet über Inhalte und den Stand der Gespräche auf, betont Güllner in seiner Rede. Für mehr Transparenz und sachliche Diskussionen sprechen sich auch die anwesenden Unternehmer aus und sind davon überzeugt, dass ein freier Handel deutlich mehr Chancen als Risiken für die bayerische Wirtschaft bietet. Wir würden profitieren, indem wir nicht zusätzliche Registrierungen bzw. Bewilligungsverfahren durchlaufen müssen, die halt zusätzlich zu den standardisierten Prozessen, die wir schon im Hinblick auf Lieferungen nach Europa oder in Weltmärkte bereits durchlaufen haben. Die hohen Standards in Deutschland sollen weiterhin gelten. Arbeitsrechte, Umwelt- und Hygieneauflagen werden auch künftig in den einzelnen Ländern geregelt. Auch daher ist Koller offen für ein Freihandelsabkommen. Die bayerische Industrie werde seiner Meinung nach stark profitieren. Denn mehr Handel schaffe auch zusätzliche Arbeitsplätze. Bereits zum 15. Mal heißt es wieder: Mit dem Rad zur Arbeit. Im Zeitraum von Juni bis Ende August stellen sich die Teilnehmer der Aufgabe, an mindestens 20 Tagen mit dem Radl zur Arbeit zu fahren. Dabei geht es nicht um getretene Kilometer, sondern darum, wie oft das Fahrrad genutzt wird. Denn nur wer sich ausreichend bewegt, bleibt auch gesund. 30 Minuten am Tag, das reicht schon, um fit zu bleiben, um gesund zu bleiben. Es hilft in erster Linie natürlich gegen die gängigen Zivilisationserkrankungen. Das sind Diabetes, der Typ 2, Diabetes mellitus, nicht der genetische Typ 1. Es hilft gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gegen Osteoporose. Und es hilft auch bei der kognitiven Leistungsfähigkeit. Die bundesweite Mitmachaktion initiierten im Jahr 2001 in Günzburg die Krankenkasse AOK und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Damals gingen gerade mal 828 Biker aus 50 Betrieben an den Start. Im vergangenen Jahr waren es bayernweit bereits mehr als 50.000. Seit der ersten Fahrt legten Teilnehmer fast 200 Millionen Kilometer zurück und sparten damit über 39 Millionen Kilogramm CO2 ein. Ich bin eigentlich sehr stolz auf die Entwicklung, denn wenn man sieht, dass wir vor 15 Jahren in einem kleinen Testgebiet mit 800 Teilnehmern begonnen haben, das dann über eine bayernweite Aktion zu einer deutschlandweiten Aktion machen konnten, dann ist das zunächst mal ein ganz großer Erfolg. Ein bisschen enttäuscht bin ich, dass nicht alle Bundesländer so stark dabei sind wie Bayern, denn mit unseren 50.000 Teilnehmern oder über 50.000 Teilnehmern stellen wir natürlich das größte Feld. Mit Radeln darf jeder Arbeitnehmer. Für mehr Spaß und Motivation können auch Teams aus maximal 4 Kollegen eines Betriebes gebildet werden. Jeder darf dabei auch gerne seine eigene Strecke fahren. Auch Pendler können sich an der Aktion beteiligen, da das Radeln zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz ebenfalls gewertet wird. Neben der positiven Wirkung auf die eigene Fitness und die Umwelt bietet die Initiative zusätzlichen Anreiz zum Mitmachen. Ich freue mich über jeden, der wirklich teilnimmt. Wir haben ganz attraktive Preise, auch dieses Jahr. Es ist aber im Kern, am Ende immer wieder etwas, was man sagt, es ist etwas für meine eigene Gesundheit. Es ist etwas für den Teamspirit im Unternehmen. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele gute Gründe, dass man sich auch für diese Teilnahme bei Mit dem Rad zur Arbeit entscheiden sollte. Wer dabei sein möchte, findet nähere Informationen auf der Internetseite www.mitdemradzurarbeit.de. Die bayerische Wirtschaft entwickelt sich derzeit positiv. Die gute Lage ist zum Teil jedoch auf konjunkturelle Sonderfaktoren zurückzuführen. Den günstigen Ölpreis, die Euro-Schwäche und die niedrigen Zinsen. Strukturelle Herausforderungen bleiben bestehen. So stellt sich die Situation nach Ansicht der bayerischen Wirtschaftsverbände dar. Hier sind weitere Einzelheiten vom sogenannten Weißbierindex. Die Konjunkturdelle des Sommerhalbjahres 2014 ist überwunden. Dank eines kräftigen Schlussquartals ist die bayerische Wirtschaft im Durchschnitt des vergangenen Jahres um 1,8% gewachsen.
Mit welchen Erwartungen die Unternehmen im Freistaat auf das laufende Geschäftsjahr blicken, erklärt der eben erst wiedergewählte Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft auf einer Pressekonferenz. Deutschland geht's gut, Bayern geht's noch besser. Das ist ja mein Spruch schon in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Wir haben die konjunkturelle Delle vom Herbst überwunden des letzten Jahres. Also wir gehen von einem Wachstum von über 2% aus. Allerdings sei es fraglich, ob die konjunkturelle Aufwärtsbewegung nachhaltig ist, gab Gaffal zu bedenken. Er schließt nicht aus, dass der Konjunktur wie im vergangenen Sommer die Luft ausgeht. Also ich denke, 2015 wird ein gutes Jahr, aber wir dürfen die Risiken nicht außer Acht lassen. Die gegenwärtige gute Konjunktur ist konsumgetrieben, ist abhängig von einem niedrigen Ölpreis, von niedrigen Zinsen und auch von dem günstigen Eurokurs. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass hier das Geschäft abhängig ist momentan auch von Amerika und China. Andere Länder, Russland zum Beispiel, das Thema ist nicht gelöst und auch das Risiko Griechenland ist auch nicht gelöst. Der VBW-Präsident nahm bei der Gelegenheit die Politik in die Pflicht. Die gute Konjunktur sei kein Selbstläufer. Sie verdecke die Notwendigkeit für strukturelle Reformen. Die Große Koalition müsse daher die Gunst der Stunde nutzen und gerade jetzt einen Kurswechsel für eine konsequente, wachstums- und investitionsfreundliche Wirtschaftspolitik vornehmen. Jetzt machen wir eine kleine Pause und sind dann gleich wieder für Sie da mit TV Bayern Live. Jetzt kaufen. Alpin, das Bergmagazin. Diesmal im Heft Gardasee, Frühlingstouren am Lago. Von Hütte zu Hütte am Mont Blanc. Dazu der große Mountainbike-Test. Und als Extra 24 Seiten Davos Klosters. Jetzt im neuen Alpin. Kauf ich. Dr. Grünwald, was ist denn das Besondere an Rosaxan? Rosaxan enthält sehr viele Hagebutten. Die sind reich an Mangan. Das brauchen wir für die Bildung des Bindegewebes und für den Erhalt der Knochen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Willkommen zurück zu TV Bayern Live. Speichersdorf ist ein beschauliches kleines Örtchen in Oberfranken. Eigentlich. Aber seit dem 7. Mai ist die 6000-Seelen-Gemeinde im Ausnahmezustand. Denn seitdem läuft dort die Weltmeisterschaft im, Achtung, Sportkegeln. Der kleine Ort hat bei der Ausschreibung einige deutlich namhaftere Konkurrenten ausgestochen. Die ungarische Hauptstadt Budapest zum Beispiel. Aber kann ein so kleines Nest ein so großes Event überhaupt schultern? Es kann. Und wie? Ausverkaufte Halle heute am Finaltag in Speichersdorf. Und die ist am Kochen. Kein Wunder, sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft stehen im Finale und greifen nach der Goldmedaille. Ein Wahnsinn. Also dieses Publikum, das trägt die Mannschaften nach vorne. Das ist Kribbeln pur. Also der Wahnsinn. Gerade bei den Herren ist das Halbfinale gegen die favorisierten Ungarn ein echter Krimi. Sie gewinnen am Ende mit gerade mal 3 Kegeln Vorsprung. Sportlich läuft es also in Speichersdorf. Und auch organisatorisch. Auch wenn das am Anfang nicht jeder glauben wollte. Es gab natürlich heuer im Frühjahr kritische Stimmen. Es wurde natürlich in Frage gestellt, ob diese Veranstaltung gelingen kann. Aber es zeigt sich, die Mühe hat sich gelohnt. Die Menschen sind begeistert. Weit über 500 Speichersdorfer und auch Bürger aus der ganzen Region, aus benachbarten Kegelvereinen, arbeiten hier mit tagtäglich 80 bis 100 Leute. Und das, muss ich sagen, verbindet auch die Menschen. Es ist ein großartiges Event und jeder, der dabei ist, ist begeistert.
So viele ehrenamtliche Helfer. Gefühlt ist jeder Speichersdorfer irgendwie mit einbezogen in die große Weltmeisterschaft. Ganz einfach ist es natürlich trotzdem nicht, eine solche Großveranstaltung zu stemmen. Man muss natürlich sehr flexibel sein, weil es kommt jede Stunde ein anderer und will irgendwas anderes, das man bewerkstelligen muss. Aber wir haben ein großes Lob bekommen von den Spielern und auch von den Funktionären und Betreuern, die gesagt haben, bevor wir einen Wunsch ausgesprochen haben, habt ihr ihn schon erfüllt. So richtig gewusst, wo dieses Speichersdorf denn liegt, hat wohl kaum einer der Sportler. Aber der kleine Ort hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Selbstverständlich ist damit ein Imagegewinn verbunden. Vor allen Dingen, weil wir auch tolles Feedback bekommen. Von allen Seiten, von den Nationen, die hier teilnehmen, von den Sportlern, aber auch von den Gästen, wird hier eben diese Veranstaltung in hohem Maße gelobt. Und natürlich tragen diese Berichterstattungen dazu bei, dass der Name Speichersdorf zumindest in ganz Deutschland und auch in Europa bekannt wird. Das klappt natürlich vor allem, wenn es auch Medaillen gibt. Das Publikum hilft da auf jeden Fall tatkräftig mit. Es ist richtig Stimmung in der Halle. Hammer. Also es ist kein Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben ja schon 2009 eine Heim-WM erlebt und das wird hier nochmal getoppt. Und wir drücken unseren Keglern alle Daumen, dass sie ihre Leistungen auch noch mal toppen und Oberfranken dekoriert mit Gold verlassen können. Nochmal kurz zurück zur Weltmeisterschaft im Sportkegeln. Da laufen die Finalspiele in diesem Moment noch. Und der aktuelle Stand bei den Herren ist, Deutschland ist im Finale gegen Serbien. Allerdings führen die Serben im Moment mit 3:1. Und bei den Damen ist Deutschland auch im Finale. Glückwunsch. Die spielen gegen Kroatien. Da steht es allerdings auch 3:1 für Kroatien. Aber vielleicht wendet sich ja da noch das Blatt. Anderes Thema. Finster wird das Mittelalter nicht umsonst genannt. Gewalt war da allgegenwärtig, auch wenn es um Gerechtigkeit ging. Wie brutal damals Recht gesprochen wurde, zeigen Stadtführungen in Geisenfeld. Echte Folterwerkzeuge und historische Gewänder machen Geschichte dort quicklebendig. In schweren Ketten wird diese Frau an die Schandsäule geschlagen. Und zwar mitten in der Stadt, wo alle Bürger vorbeikommen. Ihr Vergehen? Schwere Injurien. Heute würde man sagen, Beleidigungen. 3 Tage muss sie dafür öffentlich büßen. Es ist früher so gewesen, dass die Ehre ein sehr großes Gut gewesen ist. Also da war man viel, viel mehr darauf bedacht, dass der gute Ruf erhalten geblieben ist. Und deswegen eine Beleidigung oder wenn man sich nicht standesgemäß benommen hat, dann ist man da durchaus abgestraft worden. Jeder sollte in dem Stand sein, wo er reingeboren wurde oder wo er momentan war. Adel und Klerus organisierten die Gerichtsbarkeit, teilweise in Konkurrenz zueinander. Leidtragende des Kompetenzgerangels waren die Betroffenen. Vollzogen wurden die drakonischen Strafen vom Eisenmeister. Der muss nicht nur mit den Folterwerkzeugen umgehen, sondern selbst auch eine schwere Bürde tragen. Und zwar auf dem eigenen Kopf. Ja, der Helm ist nicht ganz einfach. Am Anfang war es natürlich sehr ungewohnt. Und ich habe mich da noch ein bisschen vorbereitet, dass ich den einfach einmal ein paar Stunden am Stück tragen habe. Dass die Halsmuskulatur sich ein bisschen daran gewöhnt, aber inzwischen mag ich es eigentlich gar nicht mehr anders. Bürgerstolz und Prangerstrafen ist nur eine von 4 Spielszenen hier in Geisenfeld. Die Mitglieder der Gruppe Stadtstorch stellen auch Hexenverfolgung und Pest dar. Genauso wie die Klostergeschichte und die Ernährungsgewohnheiten. Deswegen schlüpfen alle Mitglieder immer wieder in neue Rollen. Geprobt wird, wo immer es geht. Wir haben zu Hause geübt, im Garten, im Flugzeug, vom Urlaub, wie wir nach Hause geflogen haben. Eine Woche vor der Premiere war das. Genau. Das war sehr wichtig. Und wo haben wir noch geübt? Im Auto oft. Es wird bloß mal den Text zum Durchsagen. Aber zum Spielen war es eben wirklich leicht, so miteinander verschiedene Positionen auch auszuprobieren. Einige Rollen sind auch doppelt besetzt. Wenn dann ein Mitglied des Ensembles keine Zeit hat, springt ein anderes ein und übernimmt dessen Rolle. Die Gruppe Stadtstorch gibt es seit Jahren. Koordiniert werden die Auftritte von der Kulturreferentin der Stadt Geisenfeld. Ich gebe Pläne raus und wir melden uns dann über E-Mail oder Telefon wie ich und geben dann unsere Zusage. Und aufgrund von dem stimmt die ab, wer eben spielen kann, wer zur Verfügung steht. Die Stadtführungen kann man auch für private Feiern buchen. Neben dem harten Alltagsleben im Mittelalter stellt Stadtstorch auch Szenen aus der bayerischen Geschichte dar. Die haben sich tatsächlich hier in Geisenfeld abgespielt. Gelassen wir uns wieder frei.
ja, der Hof von München kam und auch die Freunde, die Gäste des Kurfürsten oder Herzogs kamen mit. Es war ein Salzburger Fürstbischof mal hier, der allerdings dann, nachdem die Jagd rum war und auf dem Heimweg, ist er verstorben. Wahrscheinlich Herzinfarkt, den hat der Schlag getroffen. Vielleicht hat er sich überanstrengt bei der Jagd. Auch unter den Jagdgesellschaften des Adels litt das einfache Volk in Geisenfeld. Denn das musste dann den hohen Herren das Wild in den Wäldern direkt vor die Waffen treiben und danach auftischen, was Keller und Küche hergaben. Das Würzburger Mozartfest ist feierlich eröffnet. Nun strömen Musikfans aus der ganzen Welt dorthin. Hier ist man stolz, den Besuchern ein umfangreiches Programm präsentieren zu können. Neben den Konzerten wird die ganze Stadt komplett mit eingebunden. Und TV Bayern Live-Reporterin Irisa Hufgart ist im Hofgarten der Würzburger Residenz. Und ich glaube, sie hat einen der größten Fans des Festivals bei sich. Ja, seit 1921 werden hier in der Residenz in Würzburg Klassikkonzerte gegeben. Bei mir jetzt die bayerische Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Guten Abend. Guten Abend. Frau Stamm, welche Bedeutung hat das Mozartfest für die Stadt Würzburg und die Region? Wenn es dieses wunderbare Festival nicht gäbe, dann müsste man es erfinden, weit über Würzburg hinaus, nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb, weiß man, dass man sich zum Mozartfest nach Würzburg begeben muss, dass man dieses Highlight in diesem großartigen Ambiente einfach auch miterleben muss. Es ist ein hochwertiges Klassikprogramm geboten. Das trägt sich natürlich nicht von allein. Das bedarf natürlich reichlich Sponsoren. Inwieweit bringt sich der Freistaat damit ein? Der Zuschuss hat sich jetzt verdoppelt. Und wir sind aber der Auffassung, dass es dabei nicht bleiben kann, weil Kultur kann nicht nur in München stattfinden, sondern unsere Heimat hier in Unterfranken und Würzburg steht auch für Kultur und für Tradition. Ja, wenn Sie persönlich an das Mozartfest denken, was ist da Ihr Highlight? Worauf freuen Sie sich ganz besonders? Ich freue mich natürlich, wenn vor allen Dingen Mozart gespielt wird. Und Klassik bedeutet natürlich auch für die Menschen, sich auch mit großartigen Komponisten auch auseinanderzusetzen. Aber es ist das Mozartfest und es sollte es letztlich auch bleiben. Ja, und Sie, liebe Zuschauer, haben noch bis zum 28. Juni die Möglichkeit, hier das Mozartfest zu besuchen. Kommen Sie nach Würzburg und lassen Sie sich klangvoll verwöhnen. Damit zurück ins Studio. Es ist das Alleinstellungsmerkmal der nördlichen Oberpfalz, das Kommunbrauwesen mit dem Zeugelbier. Seit Jahrhunderten gibt es diese Tradition und erfreut sich immer größere Beliebtheit. So liegt es nahe, dass man in einem Museum über Geschichte und Herstellung des Zeugels informieren möchte. Ja, ein Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko. Dieser Satz ist nicht nur für Georg Zierer, Kommunbrauer in Eslan, zum Lebensmotto geworden. Der ganze Markt Eslan scheint ihn verinnerlicht zu haben. Hier blickt man auf eine rund 500 Jahre alte Kommunbrautradition zurück. Und jetzt kann man diese hautnah erleben. Und zwar im neuen Museum Biererlebnis Kommunbrauhaus. Das Erlebnis ist durch diese Museumskonzeption schon mal zustande gekommen, dass man also sieht, was wird mit dem Bier alles gemacht, wie kommt es zustande, wie ist der Prozess. Und vor allen Dingen wird die Gelegenheit geschaffen, dass man hier in diesem Museum, in Anführungszeichen, das Ganze natürlich auch probieren kann. Und das soll Lust machen auf mehr. Für das Museum wurde das ehemalige Raiffeisenlagerhaus neben dem Kommunbrauhaus saniert. 1,3 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen. Etwa 4,5 Jahre sind von der Idee bis zur Fertigstellung vergangen und am Samstag wurde das Biererlebnis Kommunbrauhaus feierlich eingeweiht. Diese Tradition fortzuführen ist uns heute mit diesem Projekt gelungen. Es hat ja schon viele Anstrengungen gekostet, das in den letzten Jahren so aufrechtzuerhalten. Und jetzt haben wir eine Renaissance. Das Kommunbier wird wieder gebraut. Und dieses Projekt, dieses Biererlebnis Kommunbrauhaus Eslan, führt dazu, dass wir Eslan nach außen verkaufen können, vermarkten können. Dass auch heute noch regelmäßig im Kommunbrauhaus in Eslan Bier gebraut wird, ist unter anderem Georg Zierer zu verdanken. Seit 65 Jahren sorgt er für leckeren Zeugel. In der Rente bin ich ja schon lang, ja. Aber das Brauhaus zur Verfügung auf Zeit, das geht nicht. Das kann ich gar nicht. Ja, das ist dann der Gesundheitsschaden, wenn ich jetzt das aufgeben darf. Gemütliches Zusammensein bei süffigem Zeugel und zünftiger Musik ist also auch weiterhin in Eslaren möglich.
das hat der Herr da in dem Beitrag doch gleich gesagt. Ein Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko. Also in diesem Sinne, Ihnen noch eine schöne Zeit. Das war's schon wieder von TV Bayern Live für heute. Bis dahin, servus. Die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin wird Ihnen präsentiert von Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Hallo München, hallo Kongresshalle, hallo Bayerisches Bier. In München wurde die neue Bierkönigin 2015 gewählt. Ein ehrenhafter Titel, voll mit angenehmen Privilegien und anspruchsvollen Aufgaben. Tina Christine Rüger vererbt ihren Posten. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, wie aufgeregt die Mädels alle sind. Ja, und ich selbst bin schon ein bisschen traurig, dass ich die Krone heute abgeben muss. Die Mädels, das sind Kleesattel Stefanie, Dächer Juli, Briller Theresa, Rausch Jennifer, Speck Marlene, Wagner Isabella und Walter Katharina. Sieben Finalistinnen, die sich einem neugierigen Publikum und einer kritischen Jury stellen müssen. Also es ist ein Gesamtkonzept. Es geht darum, dass sie das Bier richtig gut präsentieren kann. Jetzt kommen wir zur nächsten Runde, ob sie wirklich ein Grundwissen darüber hat. Das Gesamtauftreten, ob sie sicher ist auf der Bühne und einfach, ob wir ein positives Gefühl bekommen, wenn sie halt mit uns spricht und uns sich vorstellt. Wir haben definitiv ein gutes Gefühl bei solch liebreizenden Kandidatinnen. Deshalb freuen wir uns ganz besonders auf das frische Gesicht, das frisches bayerisches Bier präsentieren darf. Ein Event der Spitzenklasse und wir sind mit diesem Gedanken nicht allein. Wir sind immer froh, wenn wir hier mitmachen können. Wir sponsern das immer gerne deswegen, weil Heimat und Fotos gehören zusammen. Das fotografiert man halt. Schöne Menschen, bayerische Gemütlichkeit und Tradition, das gehört zusammen und das gehört in ein CW-Fotobuch. Ich habe schon eine Favoritin für heute Abend. Verraten Sie es denn schon? Nein, das mache ich nicht. Nachher war es die falsche, die steht dumm da. Übrigens, die Amtszeit der neuen Bierkönigin fällt auf ein besonderes Jubiläum. 500 Jahre Reinheitsgebot. Das macht die Aufgaben der neuen Bierkönigin ziemlich besonders, oder? Sicherlich, 500 Jahre Reinheitsgebot, bayerisches Reinheitsgebot ist was Besonderes. Und für die bayerische Bierkönigin wird natürlich in dem Jubiläumsjahr besonders viele attraktive Auftritte sein. Durchatmen und dann Luft anhalten. Die Königin wird nicht nur von der Jury, sondern auch vom Publikum und den Wählern im Internet gekürt. Das macht das Ganze unvorhersehbar und wahnsinnig spannend. Und? Wer ist es? Marlene Speck. Wir gratulieren der 25-jährigen Studentin zu ihrer Wahl. Ich bin total überwältigt. Es hat so viel Spaß gemacht bis jetzt, aber dass ich jetzt tatsächlich Königin geworden bin, das ist unglaublich. Denkst du, dir hat es zum Sieg verholfen, dass du selbst Bier brauchst? Ich denke ja, weil ich einfach schon ein bisschen länger mich damit beschäftige und das irgendwo mir schon so liegt und mein Hobby ist, dass das vielleicht ja, ein bisschen geholfen hat. Liebe Marlene, noch einmal alles Gute. Sei eine würdige Nachfolgerin und eine tolle Bierkönigin. Lass es dir gut gehen und ordentlich schmecken. Die Wahl zur Bayerischen Bierkönigin wurde Ihnen präsentiert von Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum.
TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag auf RTL.